So, wie versprochen, häkeln wir jetzt die Eierschale. Das ist ja hier mein erster kleiner Baby T-Rex und der hat halt seine Eierschale ja schon fertig. Und jetzt bekommt halt dieser Baby T-Rex hier seine Eierschale, weil der hat es ja noch nicht. Den habe ich ja gehäkelt und jetzt muss er ein bisschen drauf warten. Okay, so, verwendet bitte die gleiche Wollart, aus der ihr den Kleinen hier gehäkelt habt. Also ich habe diesen hier aus Himalaya Delfin Baby gehäkelt, also werde ich auch die Eierschale aus Himalaya Delfin Baby häkeln. Ich habe hier weiß, ich häkle das auch aus weiß jetzt halt. Ihr könnt x-beliebige Farbe für die Eierschale nehmen. Nicht gleich verzweifeln, dass ihr kein Weiß bekommt und so weiter, keine Panik. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch grün, gelb, blau, was auch immer verwenden. Ihr könnt zum Beispiel in der, also was weiß ich, helle Eierschale häkeln und dann vielleicht auch noch ein paar hier Punkte dran machen in der quasi Farbe von eurem T-Rex, das quasi der T-Rex halt aus der Eierschale geschlupft hat, also mit der Farbe, also mit der halt Pünktchen drauf sind, quasi kann man die Eierschale dann gut zu ordnen, zu welchem T-Rex welche Eierschale halt so gesehen gehört. Ja, mein Sohn hat gesagt, dass halt die Eierschale von dem orangen T-Rex halt noch ja, Punkte braucht und deshalb, ich bin noch nicht dazu gekommen, es halt zu häkeln. Jetzt ein bisschen turbulent bei mir gewesen die letzten paar Tage, aber jetzt ein bisschen Ruhe und wollen wir mal ein bisschen loslegen, solange ich Zeit habe. So, wir beginnen. So, wie gesagt, halt, ne, könnt ihr aus x-beliebiger Wolle die Eierschale häkeln. Die kann man ja auch ein bisschen aufhübschen mit Streifen oder sonst noch was. Also seid kreativ, ne? Was haben wir denn hier? So. Reingeklebt oder was? Jo. Schaut euch mal das an. Mit reingeklebt. Jetzt befreit. Dann legen wir mal los. So, ein bisschen alles zurechtrücken. So, ich glaube, Heft lege ich auf die andere Seite, das ist besser. Bevor ich hier mit rechts was abräume, habe ich auch Kaffee. Ne? Gehört auch dazu. Kaffee ist immer wichtig. So. Okay. Markierungsfaden, falls ihr mit Markierung arbeiten wollt, also wäre empfehlenswert. So, ihr könnt auch Markierungs hier einfach eine Markierung nehmen, also Maschenmarkierer heißen die genau. Wir beginnen mit einem Knötchen. So, und danach zwei Luftmaschen nach oben, 1, 2 und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt. Häkeln wir jetzt 8 feste Maschen rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Ich habe jetzt 8 feste Maschen in einen Ring aufgenommen. Wir setzen die Markierung. Und nächste Reihe. In der nächsten Reihe tun wir jetzt in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkeln. Also wir tun jetzt 8 mal verdoppeln. Okay, so komm her. Die lässt sich etwas schwer häkeln hier. Naja, es ist wie es ist. Gleiche Charge, also ich habe aus dieser weißen Wolle schon einiges gehäkelt, ist die gleiche Charge und irgendwie ist dieser Wollknoll ein bisschen zickig. Kommt schon mal vor. So, jetzt haben wir die 6. hier, 6. verdoppeln, 7. und das 8. mal verdoppelt. So, wir haben jetzt 8 mal verdoppelt.
Und wir sind jetzt insgesamt bei 16 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit eine feste Masche. Einmal verdoppeln. So, und das wird jetzt wieder 8-mal wiederholt. So, meine Reihe mit einer festen Masche, einmal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 24 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wiederholt ihr jetzt 6-mal. So, die Reihe mit 3 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wiederholt ihr wieder 6-mal. So, meine Reihe mit 4 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende, Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 5 festen Maschen, 1, 2, 3, 4 und 5. So, und dann einmal verdoppeln. Und das wiederholt ihr wieder 6-mal. Die Reihe mit 5 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit 6 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wird wieder 6-mal wiederholt. So, die Reihe mit 6 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 7 festen Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und dann einmal verdoppeln. Und das wiederholen wir wieder. Und das wird wieder 6-mal wiederholt. So, die Reihe mit 7 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit 8 festen Maschen, 1, 2, so, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und dann einmal verdoppeln. So, und das wird wieder 6-mal wiederholt. Die Reihe mit 8 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende, Markierung wieder weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann einmal verdoppeln. So, und das wiederholt ihr wieder 6-mal. So, die Reihe mit 9 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 10 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 und dann verdoppeln. So, und das wiederholen wir wieder 6-mal. So, meine Reihe mit 10 festen Maschen, einmal verdoppeln, 10-mal hin. Die Reihe mit 10 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt insgesamt bei 72 Maschen. So, jetzt. Nicht gleich schreiben, bei mir geht die Anzahl nicht auf, weil ich hatte jetzt in der letzten Zeit einiges an Kommentaren gehabt, dass die Maschenanzahl nicht aufgeht.
Die Geschichte ist die, wir starten mit 8er-Schritten, ja, so gesehen mit 8, also hier, dass wir 8-mal verdoppeln das Ganze, und wir gehen ja in der dritten Reihe auf 6er-Schritte um. Und wenn natürlich einer das Video vorspult und guckt, okay, die letzte Reihe ist mit 10 festen Maschen einmal verdoppeln gehäkelt, dann, und das machen die in 8er-Schritten, dementsprechend ist eure Schale ja viel größer und die ist auch flach, die wird sich nicht wölben. Und dann hättet ihr auch natürlich einiges mehr an, hier, an den Maschen, also Maschenanzahl. Deswegen bitte, ja, achtet darauf, wann ich in welcher Reihe halt das Verdoppeln verändere, also die Verdoppeln-Schritte, weil manchmal häkelt man mit 8, manchmal mit 5, manchmal mit 6, manchmal mit 4, manchmal mit 12, 18 und so weiter. Und da sollte man auch darauf achten, wo ich in welcher Reihe was wechsle. Wir starten mit 8er-Schritten, damit halt hier quasi dieses untere Ende flacher ist, ja, damit es nicht so eine starke Wölbung gibt. Und danach gehe ich in 6er-Schritten, damit die Schale sich anfängt halt an zu wölben. Und wie gesagt, ich habe jetzt in der letzten Zeit öfters die Kommentare gehabt, dass das halt nicht aufgeht, dass man zu viele Maschen hat, zu wenig und so weiter, weil man dann die Maschenanzahl von dem Verdoppeln nicht geändert hat, weil man einfach vorgespult hat und die letzte Reihe sich angeguckt und dann halt die gehäkelt und alles in gleichen Schritten, und dann geht natürlich das Ganze auch nicht auf. So. Ich weiß, manche sagen halt, oh, das ist halt jede Reihe mit Häkeln und hast du nicht gesehen, ist zu viel und so weiter, aber ja, es ist manchmal auch notwendig. So, wir machen jetzt halt hier erstmal, ich vernähe das mal. So, Anfangsfaden hier mal verstecken. Das hatte ich so auf dem Herzen, musste ich halt eben loswerden. Ist klar, bei manchen Videos bei mir sind da irgendwo Fehler drin, aber meistens sind die ja schon von vornherein irgendwo entdeckt und schon auch in vielen Kommentaren erläutert. Manchmal weise ich darauf hin, falls ich weiß, wo dieser Erläuterungskommentar ist, oder bei manchen ist es so, dass ich dann halt eben neu beantworte. Das geht ja auch, ist auch gar kein Thema. Ich nehme hier die Plüsche weg, runter. So. Okay. Wie gesagt, aber bei vielen ist halt, liegt der Fehler, also oder bei einigen halt, dass die einfach die Maschenanzahl von dem, also von dem Verdoppeln halt, diese Verdoppelnanzahl halt nicht ändern. Und dann, ja, wundern sich am Ende, warum halt die Maschenanzahl nicht aufgeht. So, so ein bisschen. Weil ihr müsst ja auch wissen, ne, ich lese ja eure Kommentare und so weiter, aber ich sehe ja nicht eure Arbeit. Ne? Und das ist für mich auch immer so die Überlegung, wo könnte der Fehler liegen? Liegt er bei mir? Liegt er bei euch? Das kann ich ja nicht sehen, weil ja, ich sehe ja eure Arbeit nicht. Ich sehe ja nicht, was ihr gehäkelt habt, wie viel Reihen, was man da halt nachzählen könnte oder nicht. Das sehe ich ja alles nicht. Deswegen, ja. Also ich versuche natürlich vieles nachzuvollziehen und halt auch gehe mit euch auch auf Fehlersuche. Meistens finden wir das auch. Es ist sehr selten, dass man halt Fehler nicht findet. Weil, ne, wenn man dann anfängt halt zu überlegen und zu überdenken und so weiter, und dann findet man manchmal auch die Fehler. So, oder meistens. Okay, so, wir setzen die Markierung wieder eine Reihe weiter und wir beginnen die nächste Reihe mit 36 Maschen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26. Ja, 25, ja. Oder? Muss ich jetzt nachzählen? Entschuldigung. Okay, waren wir bei 26 schon? 27, 28, 29. Joy, so, Gesundheit. 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 36. So, der Heuschnupfen ärgert mich gewaltig zurzeit. Oh, naja, es ist, wie es ist. So, und wir häkeln jetzt 11 Luftmaschen. Also bitte nicht so fest häkeln, sondern halt so ungefähr der Stärke entsprechend halt von euren Maschen, die halt hier sind. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, und jetzt zählt ihr hier 11 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, Moment, Konzentration ist echt nicht vorhanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und in der 12. Masche beginnen wir. So, und wenn man halt die Luftmaschenkette sich so legt, dass die halt sich schön, also geschmeidig halt hier legt, ne? Also die darf nicht zu stark aufwölben, aber die darf das Ganze auch nicht zusammenziehen. Also soll schon recht, also symmetrisch halt mit den unteren Maschen sein. Und falls es zu stark wölbt, dann habt ihr das zu locker gehäkelt, und falls es halt sich so zusammenzieht, das Ganze, dann ist es zu fest. So, und in der 12. Masche beginnen wir. Und ihr häkelt jetzt einfach mit festen Maschen die übrig gebliebenen hier Maschen bis zu der Markierung, bitte. So, ich habe jetzt die übrig gebliebenen Maschen bis zu der Markierung gehäkelt. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir sind bei 72 Maschen. Und wir häkeln jetzt 6 weitere Reihen nach oben. Je 72 feste Maschen. Ja? So, ich häkle gleich halt mit euch den Übergang hier noch. Ne? Also, dass ihr richtig über die Luftmaschen Kette häkelt. Natürlich diejenigen, die das schon können und wissen, wie es geht, wo halt die Masche beginnt und endet. Ist ja gar kein Problem. Ich häkel jetzt einfach nur 6 weitere Reihen nach oben. Und die Markierung bitte mit jeder Reihe nach oben versetzen, damit bei euch halt kein großer Versatz entsteht. So, das ist ganz wichtig. So, und diejenigen, die halt Hilfe brauchen hier beim Übergang und halt, wie man über die Luftmaschenkette häkelt, häkelt mit mir gleich noch diesen Bereich zusammen. Ja? Also ich häkle jetzt gerade noch bis hierhin und dann über die Luftmaschenkette, das mache ich mit euch mit. So, ich bin jetzt bei der letzten Masche angekommen. Also ich habe jetzt die letzte Masche gehäkelt. So schaut es halt aus, ja. Das ist unsere letzte Masche vor der Luftmaschenkette. Ich denke mal, das kann man recht gut sehen jetzt, also wo die sitzt. So, und unsere erste Masche bei der Luftmaschenkette ist halt hier, diese hier, da. Wenn man so schaut, ja, das ist diese Masche. Und da beginnen wir. So, und jetzt häkeln wir wirklich in jede Masche eine feste Masche. Und das sind 11 Stück. 1, 2, 3. Achte bitte darauf, dass ihr wirklich in jede Masche nur einmal reinhäkelt, ja, und keine überspringt. So, 4. Nur so wird das Ganze halt schön gleichmäßig. 5. 6. 7. 8, 9,
Und die 11. Komm hier. So, 11. Und hier sieht so aus, dieser Übergang so, als ob da noch Luftmaschenkette wäre, ja? So diese Geschichte. Hier ist keine Luftmasche. Da, also dieses hier ist keine Luftmasche. Das ist der Beginn von dieser Masche, ja? Das ist immer rechts von der Masche. Also diese oberen Maschenglieder sind immer oben, die sind immer rechts vor der Masche. Und deswegen halt nicht hier denken, oh, hier ist meine 12. Luftmasche und die häkel ich rein. Nein, also wir haben hier 11 und die haben wir 11 gehäkelt. Und diese hier, da sieht man halt, das Maschenglied, das hat so zwei, also oder diese Masche hat jetzt hier zwei Maschenglieder. Und das ist halt die Masche. Und da seht ihr nach der Öffnung, da ist halt eben diese Masche. Und hier fangen wir an. Und so geht euch auf jeden Fall keine Masche verloren oder dass ihr euch irgendwie verhäkelt. Ja? Und so habt ihr dann so einen sauberen Übergang von rechts und links. Und es sieht richtig schön gleichmäßig aus. Wie gesagt, das war für diejenigen, die das halt, oder besser gesagt, die halt Schwierigkeiten haben, mit der Luftmaschenkette zu häkeln oder halt die Maschen hier den Anfang und das Ende zu erkennen, also, oder besser gesagt, hier ist der Anfang, das ist halt das Ende, zu erkennen. Und deswegen habe ich das mit euch, diese Geschichte, jetzt halt zusammengehäkelt. Wie gesagt, diejenigen, die es halt nicht brauchen, die spulen einfach vor, bis ich meine 6 Reihen halt dann zu Ende gehäkelt habe mit 72 Maschen, so wie ja, ihr auch. Okay, so. Und jetzt, also ne, wir häkeln insgesamt, das ist ja die erste Reihe mit 72 festen Maschen. Und insgesamt müssen wir 6 Reihen häkeln, ja. Also das ist die erste jetzt noch zu Ende und dann 5 weitere noch. So, und wenn ihr das halt fertig habt, dann machen wir weiter mit hier den Zacken von der Schale. So, meine 6 weitere Reihen, je 72 feste Maschen sind zu Ende. Und jetzt häkeln wir die Zacken von der Eierschale. Und mal schauen, womit beginnen wir denn? So, wir beginnen mit einer feste Masche. So, und danach ein halbes Stäbchen. Ja, Faden drüber legen und dann halt durch die 3 halt drüber. Ein halbes Stäbchen. So, danach häkeln wir jetzt 2 ganze Stäbchen. Fahren rüber. Oh, nee, Quatsch, Unsinn. Danach häkeln wir jetzt, nachdem wir das halbe Stäbchen gehäkelt hat, häkeln wir jetzt ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein ganzes Stäbchen. So, und dann ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. So schaut es halt aus. Da. Also, jedes Zacken beginnt mit einer feste Masche, danach halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, ein ganzes Stäbchen, halbes Stäbchen und dann endet mit einer festen Masche. So, zweiter Zacken. Das gleiche Spielchen. Eine feste Masche, ein halbes, halbes Stäbchen. Ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, dann wieder ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und beendet wird das Ganze wieder mit fester Masche. So. Na, so sieht der zweite Zacken aus. Und ich häkle mit euch noch eins, wie gesagt, das gleiche Spielchen. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein ganzes Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. So, dieses Zacken besteht halt so gesehen halt, wir haben ja eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen, Luftmasche und dann wieder spiegelverkehrt, ein ganzes Stäbchen, halbes Stäbchen und eine feste Masche. So, und so häkelt ihr bis zu der Markierung. Das Ende von dem letzten Zacken ist eine feste Masche. Bis gleich. So, ich habe jetzt meinen letzten Zacken hier gehäkelt, zu Ende, da. Ja.
Und ja, Markierung nehme ich jetzt raus. Zum Schluss machen wir hier noch eine Kettmasche und ziehen das Ganze raus. Einmal abschneiden. So. Dran ziehen. Wie gesagt, die Wolle ist ein bisschen zicky bei mir. Ist nicht schlimm. So. So wie bei dem anderen. Ich nehme hier auch etwas schon Plüschi ab. Ein bisschen mehr. Damit wir das vernünftig vernähen können. Vernünftig verstecken können. Damit die Eierschale halt hübsch aussieht. So wie bei dem ersten Faden. Ne? Bei dem Anfangsfaden haben wir das ja auch gemacht. So. Mal auffädeln und dann mal so durch die Maschen durch. Reingewickelt und dann halt dieses hier mit so ein paar Kettmaschen befestigen. Weil dieses feine Faden halt, ne, so, fällt ja kaum auf. Und einfach so schön reinziehen das Ganze. So. Ja, und so haben wir einen richtig schön sauberen Übergang und Versteck. So. So schaut halt meine Eierschale aus. Und dann kommt jetzt der kleine T-Rex. Und einmal durch und einmal den reinsetzen. So. Und so sitzt er jetzt in seiner Eierschale. So, ich wurde ja noch gefragt, ob ich halt noch Eierschale für den Kopf mache. Und das mache ich jetzt noch mit euch zusammen, ja. Weil das geht recht schnell und einfach und deswegen hat ich häkle das mit euch mit jetzt. So, dann haben wir das ja auch gleich mitgemacht. So, wir beginnen mit einem Knötchen, zwei Luftmaschen nach oben. Beginnen wir mit 8, also wir starten in der zweiten Masche von der Häkelende entfernt mit 8 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, zählt bitte eure Maschen nach, nicht dass euch eine hier verschütt gegangen ist und setzt eure Markierung. So, die nächste Reihe beginnen wir mit 8 mal verdoppeln, also in jede Masche häkeln wir jetzt 2 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, markiere ich wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit einer festen Masche und einmal verdoppeln. Das wiederholt hier wieder bitte 8 Mal. So, meine Reihe mit einer festen Masche einmal verdoppeln. 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wiederholt ihr jetzt bitte 6 Mal. So, die Reihe mit 3 festen Maschen einmal verdoppeln. 6 Mal hintereinander ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann einmal verdoppeln. So, und das wiederholt ihr bitte wieder 6 Mal.
So, meine Reihe mit 4 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 36 Maschen und wir häkeln jetzt eine Reihe 36 feste Maschen. Also selbstständig bitte eine Reihe. So, die Reihe mit 36 festen Maschen ist zu Ende. So, und jetzt häkeln wir schon die Zacken. Ja? Genauso wie bei der anderen Eierschale, also bei der, wo der T-Rex drin sitzt. So, ich beginne mit hier wieder eine feste Masche, ein halbes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen. Danach eine Luftmasche und wieder ein ganzes Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. So, und der erste Zacken ist fertig. Und so häkelt ihr ja, bis zu der Markierung. Ne? Also so wie bei der anderen Eierschale häkelt ihr jetzt halt die Zacken drumherum. So, ich habe jetzt meinen hier letzten Zacken zu Ende gehäkelt. Markierung raus und zum Schluss wieder eine Kettmasche und abschneiden. So, und die ganze Geschichte vernähen wir wieder, so wie bei der großen Eierschale. Das mache ich jetzt mit euch nicht mit, weil das habt ihr gesehen, wie ich bei der anderen das gemacht habe. Das muss ich ja nicht nochmal wiederholen, nicht wirklich. So, und dann hat er halt so ein Eierschalenmützchen auf. Ja, so sieht er aus dann. Okay, so. Ich hoffe, es war alles verständlich genug und ihr konntet das Ganze halt gut nacharbeiten. Lustigerweise bei diesem hier T-Rex ist die Eierschale also gefühlt nicht so hoch, aber eigentlich passt das schon. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt die Reihen auch nachgezählt und alles. Es geht alles auf. Ne? Lustigerweise ist diese Eierschale ein bisschen ja, umfangreich, also ein bisschen höher, also von dem Ergebnis her. Aber liegt ja auch daran, dieser T-Rex ist ja auch etwas kleiner als dieser hier. Und ist eigentlich irgendwie ja, lustig. Na gut, diese Eierschale ist auch weicher, ne, geschmeidiger, weil hier die Wolle war etwas ja, grober, widerspenstiger und die ist auch etwas dadurch ja, steifer in sich. Die war auch ein bisschen schwerer zu häkeln gewesen. Ihr kennt ja das also von Schneidergarn, wer halt viel mitgearbeitet hat schon. Kennt ihr, dass manches so seitig ist, das gleitet einfach über die Häkelnadel und so wirklich fluffig. Und das andere, dann hat man richtig Schwierigkeiten durchzuziehen. Das hat nicht unbedingt was mit der Firma zu tun oder sowas halt, weil Himalaya-Delfin hat meistens ja eigentlich eine gute ja, Gleitgeschichte, also von dem Faden hier, dass er gut gleitet. Zum Beispiel, wer früher mal mit Etrophil gearbeitet hat, die haben fantastische Farben gehabt, aber die war wirklich schwerer zu häkeln. Und das erinnerte mich jetzt gerade so ein bisschen, dieses Weiße bei mir, ein bisschen an Etrophil. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So. Okay, so. Dann viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann!